zusammen, da sind wir schon wieder zum weiteren Triumph-Video. Nochmal ein Trident-Umbau, jetzt in der Farbe Grau-Rot. Ich habe wieder Nick mit dabei, der so ein paar Dinge zum Motorrad jetzt mal nochmal erzählen wird. Moin, genau, wir haben nochmal einen umgebaute Trident. Auch sehr gut gelungen, finde ich. Was wir umgebaut haben, ist das Flyscreen in Grau, also was auch von Triumph erhältlich ist, in Wagenfarbe. Genau, dann haben wir einmal hier rüber, haben wir einmal die Lenkerendenspiegel montiert, auch von Triumph verfügbar, mit den passenden Lenkerenden dazu von Triumph. Dann natürlich wieder ein Tankpad, das finde ich sehr wichtig, weil gerade beim neuen Motorrad, wenn man dann den Tank verkratzt, das ist schade, und die 30 Euro, die man dafür bezahlt, ist es auf jeden Fall wert. Und genau, was wir wieder gemacht haben, ist der Hitzeschutz in schwarz matt lackiert. Plus die Auspuffblende in schwarz matt lackiert und beides wieder mit hitzebeständigem Lack, also das hält die Hitze auf jeden Fall stand. Genau, und bei den Felgen haben wir noch rote Felgenaufkleber dran gemacht. Das passt gut zu dem Motorrad, weil die auch mit roten Akzenten am Kühlerschutz und am Kotflügel vorne und am hinteren Schutzblech mit rot abgesetzt ist. Deswegen die roten Felgenringaufkleber oder Felgenrandaufkleber, und genau. Ja, auch das Motorrad wieder 81 PS, 60 kW. Das kann man auch natürlich drosseln auf 35 kW, also sprich auf A2. Drosselsatz haben wir auf Lager, können wir so drosseln, das ist kein Problem. Genau, Serienausstattung ist ja bekannt von dem letzten Video. Technische Daten sind natürlich auch identisch. Genau. Wie gesagt, wenn ihr dazu noch mehr Infos haben wollt, meldet euch gerne bei mir. Auch dieses Motorrad wird zeitnah in der Wiede integriert. Genau. Und wie gesagt, dann erfahrt ihr da auch alle notwendigen Infos, auch Preis etc. Und ich würde vorschlagen, das war es dann von meiner Seite aus für heute. Vielen Dank. Gut, also, ja, ich halte noch mal kurz drauf, dass man es mal richtig sehen kann. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Mach's gut zusammen.